Hallöchen, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen an alle treuen und neuen Zuschauer zu einer weiteren Folge Unbroken. Ihr habt es vielleicht schon im Titel und im Thumbnail gesehen. Ich wechsle jetzt bei dem Titel zu einem Playtest. Auf die letzte Folge gab es eine Reaktion vom Entwickler. In erster Linie freut er sich, dass jemand sein Spiel zu schätzen weiß. Und da fühle ich mich sehr, sehr geehrt. Ich weiß, von was er spricht, was er meint. Und in zweiter Linie hat er dann darauf reagiert, dass das Spiel des Öfteren abstürzt und überlegt auch Verbesserungen am Spiel. Somit hoffe ich, dass ich ihm ein wenig mit meinem Input auch inspirieren kann oder wir ganz konkret miteinander zusammenarbeiten. Würde mich sehr freuen. Daher, ja, heute als Freude im Moment, weil ich jetzt, weil es mich wirklich freut, dass mein Kanal auch wieder seiner Bestimmung nachkommt. Zwar den jungen Entwicklern zu helfen, ihre Spiele zu verbessern. Freude darauf werde ich heute eine längere Folge machen. Ich habe heute schon eine veröffentlicht. Jetzt kommt dann noch eine, aber die geht eine Stunde lang. Somit wünsche ich uns allen viel Spaß der nächsten Fight Night mit unserem Iron Man. I'm Iron Man. Bei mir gehen die FPS hier zeitweise auf über 200. Jetzt gerade läuft es auf 39,40. Nochmal raus kann ich, glaube ich, jetzt nicht, ne? Dass ich auf die Settings nochmal gehe. Welcome to the greatest kick time boxing event. This game takes you into a nostalgic battle. In a sports simulation roleplay action game. Und genau das ist es. Es ist ein Simulator. Es ist kein Beat 'em up. Es ist kein Hau drauf, Lebensenergie weg. Nein, woran der Entwickler jetzt arbeiten möchte, ist genau das, was mir beim Kampf gefehlt hat, ein Punktesystem. Ich habe einmal in der letzten Folge, in der vorletzten Folge, ein technisches K.O., technisches K.O. Bekommen. Das ist beim Taekwondo dann der Fall, wenn man drei Kopftreffer, also Kicks an den Kopf, wenn man darauf reagiert, zählt das schon als Punkt, als Knockout quasi, also eigentlich als zwei Punkte. Und hier beim Punktesystem halt auch nicht schlecht. Er arbeitet oder er überlegt daran, das ab der sechsten Runde zu machen. Also ab der sechsten Runde dann quasi drei Kopftreffer, ein Faustschlag, vielleicht ein Punkt, ein Kick auf den Kopf, zwei Punkte, dass das dann den Kampf entscheiden kann. Wie es, glaube ich, mir so auch ergangen ist, oder? Es lag daran, dass er wirklich harten Damage bekommen hat. Da muss ich nochmal darauf achten, welche Form vom Schaden, dass der Charakter erlangt, bekommt. Ich werde mal hier die Grafikeinstellungen auf High runterdrehen. Wie gesagt, ich finde leider kein keine FPS-Begrenzung. Motion Blur habe ich hier aus, wenn sie besser ausschaut. In der Blumeffekt gibt keine Wiedergabe. Versuchen wir es, machen wir so. Ich spiele halt jetzt mit der Performance etwas herum. Ah, Street Fight.
Ich habe mir letztens schon überlegt, es wäre vielleicht hier, ich finde den Trainingsmodus zum Kombo-Lernen super, nur es fehlt die Möglichkeit, die Kombos zu üben. Dass es vielleicht irgendwo eine Möglichkeit gibt, am Tag Sparring zu machen. So wie beim Tutorial am Anfang ein Gegner, der jetzt quasi nur reagiert oder zum Einstellen auch angreift. Und dass man da quasi die Kombos dann auch üben kann, bevor man in den Fight geht. Mir ist letztens die Backfist, wie hieß die jetzt auf Englisch? Weiß ich wieder nicht. Komme ich erst nicht hin. Backfist, Flip, fällt mir jetzt nicht ein. Aber die Combo ist mir nicht eingefallen. Konnte mich nicht mehr erinnern dran. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einen Street Fight zu machen. Ja, ich wollte hier beim Kredit herein, dann ist das Spiel abgestürzt. Es gibt noch die Steel Oak Corporation. Aber ich weiß halt nicht, ob ich jetzt, wenn ich hier dann draufklicke, nochmal die Nacht etwas machen kann, oder ob dann der Fight weg ist. Daher, ich würde gerne den Fight machen. Let's fight. Street Fight. Oh, schmutzig, ohne Regeln. Aber mit Handschuhe, das bedeutet keine Augenstöße. Ich bin ihm genau reingerannt. Ich wollte nicht jetzt nämlich die Backfist machen. So, ich werde diese Ring begrenzt, okay? Ich habe gerade deinen Ring erst gesehen. Na, ich muss jetzt wieder reinkommen. Muss ich mich erst an die Kombos wieder erinnern. Schön in Bewegung bleiben, ausweichen, immer auf die Seite zurückführt, nur zur. Was jetzt? Er taumelt, er taumelt. Siehst du ich? Oh nein, oh nein. Oh, wie komme ich hier raus? Komm schon. Komm schon. Oh, ich dachte, ich komme raus. Wie ging die Combo? Zurück. Wie ging der Superman Punch? Den habe ich ja noch nicht gelernt, aber schon ein paar Mal gemacht. Oh, jetzt habe ich wieder die Cam umgestellt. Aber ich habe letztens so besser gekämpft. Kann ich nach hinten? Doch. Clinch, Clinch, wie komme ich hier raus? Ui, was hat denn jetzt gehabt? Wie habe ich jetzt die Kombo, die Kamera verstellt? Jetzt ist nach vorne, hinten, nach hinten ist nach vorne, oh mein Gott, Hilfe, Kamera, Kamera. Rechts ist links, links ist rechts. Hilfe.
muss mir das erste Video noch mal anschauen, weil da habe ich gelernt, wie man die Kamera verstellt. Geht nach hinten. Oh, er geht nicht nach hinten. Andere Seite. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Change die Kamera bitte. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass er die Kamera gewechselt hat. Ich habe nur auf den Combo-Knopf, glaube ich, gedrückt. Bitte Hilfe. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass ich die Kamera geswitcht habe. Steht das aber hier auch nicht, oder? Low high, kick, 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 kick. Options back to main menu. Control. Key bindings. Ich bin mit Controller. Hier. Ich finde nichts. Den Combo Splitter Four Ways sagt mir jetzt auch nichts. Doof, dass ich es immer nur durch Zufall. Moment, da sonst steht da ja nichts. Controls, Grafik, Display, Audio. Spinning Backfist. Da muss ich mich so durchkämpfen. Geht aber momentan nicht gut. Ich sehe den Gegner gar nicht. Er liegt. Und ich komme von ihm nicht weg. Wenn ich nach vorn gehe, geht er nach vor. Wenn ich den Joystick nach hinten gebe, geht er nicht nach hinten. Jetzt laufe ich ihn genau rein hier. Ich versuche echt mein Bestes hier.
Jetzt war doch RB. RB nach oben und X. Und das ist doch der Kick. Ah, ich versau's. Ich versau's. Verdammt. Gib mir doch meine Cam wieder. Wie soll ich hier so kämpfen? So, ich habe eine Idee. Dadurch, dass ich da erst als Video aufnehme, kann ich das breaken. Und ich check das mal kurz aus. So, meine Lieben, da sind wir jetzt wieder zurück. Für euch nur ein kurzer Moment. Ich habe da jetzt eine Weile versucht, das herauszufinden, nachzusehen. Ja, ich habe mich dazu entschieden, den Kampf neu zu starten. Von vorne weg und hoffen, dass es jetzt nicht wieder passiert. Ich wollte mir da den Kampf jetzt einfach nicht versauen lassen, denn das wäre jetzt mal wirklich eine Möglichkeit zum Sparring. Weil es gibt jetzt direkt keine Runden, das geht bis zum K.O. Komm schon, steh auf. Oh. LB, LB, LB. Durch den Block. Nein. Was hat er jetzt gemacht? Und den habe ich aber jetzt auch gelernt. Oh, wie habe ich das gemacht? Verdammt, wie habe ich jetzt den... cool, Fußfeger, fein. Superman Punch habe ich auch schon generiert und weiß nicht wie. Oh, okay. Jetzt bin ich in den Jab reingelaufen. Komm schon. Achso, das war X. Aber LB, na, RB. RB, X und oben. Irgendwas mache ich falsch. RB und zurück? Nein. Ja, geht doch. Jetzt bin ich ihm nur reingelaufen. Wie ging der Fußfeger? Oh, der war schön gemacht, der war schön gemacht. Ah, den wollte ich jetzt auch machen. Das Grappen habe ich mir jetzt auch noch mal im Tutorial angeschaut. Sollte auf linken Bumper. Was der Bumper ist, hoffentlich der Dings, ne? Der Joystick. Weil da tut sich nichts. Pumper.
Tut sich nichts auf Pampa. Komm schon. Ein Clinch sollte auch auf Pampa funktionieren, aber ich weiß nicht, was Pampa ist. Oh. Jetzt habe ich ihn geclincht. Warte mal, ich versuche mal was. Nicht drauf zu gehen. Okay, das ist Pampa. Weiß nicht, was er da macht. Der war schön. Ach, ich versuche schon wieder zu viel. Und er blockt dann nicht mehr. Nein. Ach. Ich blocken, aber er blockt nicht mehr. Ah, jetzt geht's wieder. Das sollte kontern sein oder ausweichen. Keine Ausdauer. Muss mal aufpassen. Nein. Der war nice. Ich sag's ja, eigentlich müsste ich Moves können, die. Aber ich weiß nicht, wie ich sie fabriziert habe. Jetzt clincht er mich. Weil Pampa ist, es ist ja auch komisch gesagt, ne? Ah, Low Punch, Push. Skill Mode, Movement. Die Sachen, die er im Tutorial erklärt, finde ich jetzt einfach nicht mehr. Die Bezeichnung, ja, für Pampa. Press Pampa. Left and Right. LS. Da macht er einen Skill, wenn er Power hat. Ah, komm schon. Den hätte ich wegstoßen müssen mit dem Tritt, wenn der in der Luft ist.
Ich war blocken. Jetzt geht's nicht mehr lang mit meiner Power. Sehr standfest ist er ja nicht. Er macht keinen Elbow Kick mehr. Ah, jetzt. Ah, nicht Elbow. Ah, Flying Knee wollte ich sagen. Ja, der war schön getimed. Nein, einmal und dann zurück. Ah, jetzt hat mich hier gegrabt. Oh, der war nice. Komm schon, komm schon. Der ging wieder voll an die Birne. Ja, das mit den Special Combos weiß ich einfach nicht. Der war schön. Ja, mit den Special Combos, das ist noch so eine Sache. Wonderful, Alter. Super Technik. Oh mein Gott. Das war High-Class-Technik. Nicht nochmal mit mir, mein Freund. Warum geht er nicht mehr aus der Ecke raus? Aber wenn ich jetzt wissen würde, was Pampa ist, dass ich auf Pampa drücken links kann ich den Kick abfangen, aber ich habe keine Ahnung, was Pampa ist. Weil am Dings geht's nicht, am Joystick, am linken. Ja. Grappen weiß ich jetzt auch nicht. Oh. Aber guter Kampf. Der hat um einiges mehr Skills drauf als ich.
Vielleicht starten wir im nächsten Livestream mal neu. Ich könnte jetzt noch einen Streetkampf machen. Sag bloß, der Streetkampf ist jetzt möglich als Sparring. Das würde mich schon interessieren. Ich gehe da nochmal rein. Einfach nur, um den Kampf zu trainieren. So. Haha, jetzt hat er sich zurückgeholt. Ja, jetzt halte ich den Stick, also die untere Schultertaste, Left Trigger gedrückt und er reagiert nicht immer drauf. Na? Ich dachte, nach hinten wäre jetzt genau der Kniestoß. Er zieht ihn nicht durch. Den Kopf geht durch. Jetzt ist wieder passiert. Irgendwas war mit dem linken Joystick. Aber das ist halt kompliziert, weil es ist Steuerung nach unten, hinten, aber in der Combo ist nach hinten jetzt immer links. Nein, ich will den Dings Kamera versuchen zu wechseln. Mal clinchen. Da wusste ich einmal, wie man clincht und kann ihn nur wegstoßen. Man clinchen ist auch beide drücken. Und abfangen ist halt nur ein Dritten. Ja, jetzt ist oben nicht oben. Combo und Steuerung sind jetzt verschieden. Das ist jetzt schlimm.
Komm schon. Stoß ihn weg, stoß ihn weg. Wie macht er den Clinch? Komm schon, komm schon. Meine eigene Combo. Der Vorwärtstritt ist es auch schwierig, weil er dann immer auf die Seite geht. Na komm schon, ich war im Block. Verdammt. Ich muss mir Uppercuts probieren. Einmal angetäuscht. Ja, das wollte ich auch gerade machen, weil aus der Kameraperspektive echt schwierig. Wirklich. Ja, ich schwör's, ich drück den Joystick nach oben. Ah, jetzt hat er wieder gewechselt. Sag mir, was für Combo, dass ich drücke, dass der hier die Kamera wechselt. Ich habe gar kein Distanzgefühl mehr jetzt. Linke Schultertaste funktioniert auch nicht mehr. Etwas immer verzögert, aber jetzt gehe ich K.O. Ach, verdammt.
Aber so hat man wenigstens die Möglichkeit, die Kämpfe zu üben. Was ich sehr, sehr gut finde. Einmal geht es sich noch aus. Ich will ja gar nicht gewinnen. Ich will ja nur die Funktion besser verstehen. Aber manchmal ist die Eingabereaktion einfach oder reagiert er gar nicht. Da weiß ich nicht, hängt es daran, dass ich jetzt von Grund auf zu wenig Ausdauer habe. Aber fürs Blocken. Ich nehme das jetzt als Training und nicht als Kampf. Kann ja nichts passieren, verliere ja keine Ausdauer. Der war schön, der war schön. Gesagt, wenn ich wissen würde, wie ich den Low Kick, habe ich den auch hier auch nicht drauf, ne? Also den Hook Kick Right, ist das der gewesen? Nach hinten, RB und rechts. Rechter Kick, nee, linker Kick. Warte mal, A, B. A ist links, B ist rechts. Nach hinten, RB ist oben und A. Okay. Also das ist der Hook Kick, okay. Den dürfte ich noch gar nicht können. Aber den macht er ja. Den macht er ja hier auch. Das ist ja der normale, nach hinten Kick einfach nur. Okay. Jetzt blockt er wieder, verzögert. Der war schön. Blocken, 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 blocken. Ich drücke die ganze Zeit blocken. Er geht nicht mehr in den Block. Geht nicht mehr in den Block. Geht er wieder in den Block. Der ist auch irgendwie verzögert. Okay, wie ich den jetzt gemacht habe, weiß ich auch nicht. LB plus. Okay. Sind dann der Right Kick, ne? Come on, what are you doing?
Hey. Aus dem Ring zählt nicht. Raus aus der Ecke hier. Ja, mach den Spin nicht. Oh. Er war schneller. Okay. Abstand. Nein, wieder wechselt er. Irgendwas mit der rechten Schultertaste gedrückt. Jetzt wieder. Immer wenn ich den Elbow probiere. Na komm. Wer geht nicht vom Gegner weg in der Position? Ich schaffe es nicht vom Gegner weg. Nach hinten geht nicht, seitlich zum Gegner geht nicht, nach rechts geht nicht, schräg geht auch nicht, ich komme nicht weg, er geht nur zum Gegner hin. Ich weiß nicht, ist das die Angriffskamera? Ist die Angriffskamera. Komm schon. Ach Gott, ich krieg aufs Maul. Natürlich, oh, ich sehe es ja nur als Training, habe ich gesagt. Egal. Ich bekomme halt nicht gern aufs Maul. So, jetzt ist mir der Kampf egal. Ich kann ja nochmal kämpfen, wenn ich will, aber ich möchte die Kamera wieder switchen können. Weiß nicht, wie das. Es wird wohl kaum sein, dass ich irgendwelche Knöpfe gleichzeitig gedrückt habe. Es war irgendwas mit dem Backfist. Irgendwie muss es doch gehen. Ja, der war schön. Schade, dass du nicht getroffen hast. Okay, erklär's mir. LB oben X, LB oben X, LB oben X, LB oben X. Macht er nicht. Macht kein Backdings mehr. Oben, also RB. Entschuldigung, RB. Ach Gott, ich meine RB. Ne, ich bin hier auf RB, Entschuldigung. Ich drücke die ganze Zeit RB. Oben RBX. Welchen, das ich als erstes drücke, ist egal. RT ist unten, RB ist oben. Macht er nicht. Das ist der X. Ah, jetzt laufe ich ihn genau rein.
Naja, das muss vielleicht wirklich an der Form liegen. Dass ich hier den nicht mehr machen kann. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Aus der Ecke. Den macht er auch nicht mehr. Okay. Technisches K.O. Geh nach Hause und trink deine Milch. Ja, das mit der Kamera ist echt verflixt. Das ist echt verflixt. Ein bisschen Zeit bleibt noch. Wir versuchen noch einen. Aber den letzten jetzt mal ein bisschen auf Seriously. Der war schön. Oh, okay. Meiner ging nicht mal annähernd durch. Ja, das muss an der Power liegen, denn jetzt konnte ich es auch machen. Sein Clinch. Wie gesagt, beim Clinch weiß ich nicht, in welche Richtung dass ich da drücken muss. Ob ich nur halten? Ja, nur halten ist nicht, weil eins ist ja stoßen. LBX, er macht nichts. Ich habe die Combo jetzt viermal versucht zu drücken. Die ging nicht. Und wieder nicht. LBA. Links oben und A. Nehmen wir nicht. Oh, na was jetzt? Fuß oder Knie? Jetzt konnte er sich aber für die Technik nicht entscheiden. Und wieder clincht er. Manchmal, wirklich, manchmal schaffe ich es. Naja, macht er nicht. Und auch nicht, wenn ich LB halte und dann auf A drücke. Macht er auch nicht. LT ist unten, das ist eher. LB ist oben. Ah, jetzt geht er. Ist das komisch. Meine Ausdauer ist voll, er müsste ihn jetzt wieder machen. Macht er nicht. Vielleicht passt ihm die Distanz wirklich nicht. Obwohl er es angezeigt bekommt. Ach, was? Come on, what are you doing?
Wieder geswitcht, wieder mit dem Backfist und wieder geswitcht. Na, jetzt kann ich den Kampf wieder vergessen. Blocken, blocken vergessen, wie es geht. Blocken vergessen, wie es geht. Ja, so kannst du nicht kämpfen. So kannst du nicht kämpfen. Jetzt, wo ich auf Ernst möchte, geht's nicht, weil mir der jetzt wieder die Kamera hier verkackt, hey. Und dann macht das auch kein einziges Mal die Backfist hier. Ah, jetzt hätte er es gemacht. Aber ich darf während der Combo nichts anderes drücken, sonst macht er nicht weiter. Und die Combo immer zum richtigen Moment weiterführen. Ich sage nicht mal, den Schubtritt nach vorne kann ich so machen. Oh, das nervt. Schade. RB oben X. Jawohl. Na komm, bring's zu Ende. Jetzt sind wir noch ein paar schöne Wechsel. Entschuldigung. Na, was macht er da? Er posiert, anstatt der blockt. Ich habe es nicht gedrückt. Ich möchte jetzt irgendwie nach links weg. Er geht jetzt nur zurück, egal in welche Richtung. Ich versuche den Joystick jetzt langsam im Kreis zu bewegen. Er geht nicht nach links in die Mitte. Er geht nur... Oh Gott. Also das mit dem Kameraswitch muss man unbedingt in den Griff bekommen. Weil ich kann hier den Charakter einfach nicht mehr steuern. Ich kann von ihm aus nicht mehr nach links gehen. Er geht nur mehr nach rechts. Egal in welche Richtung ich den Joystick bewege. Tja, jetzt weicht er wieder nach links, nach rechts aus.
Jetzt möchte ich nach hinten. Es geht nicht. Takedown, der war halt schön. Keine Ahnung, habe ihn nicht gesehen. Aber der war nicht schlecht. Komm schon. Bring es zu Ende. Jetzt haben wir es gleich. Danke. Gut, meine Lieben. Heute haben wir sich ein bisschen mit den Kämpfen beschäftigt. Beim nächsten Mal versuchen wir wieder Rang-Matches. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Kämpfe machen Spaß. Nur die Steuerung, die hakelt manchmal. Hakelt manchmal heftig. Aber ja, wir sehen, wie es beim nächsten Mal läuft. Dankeschön fürs Zuschauen und alles Liebe. Aufs Like nicht vergessen und aufs Abonnieren. Baba, euer John.